Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim, ihr schaut den Astrofotocast. In der heutigen Folge geht es um das Thema ASKOM. Ich möchte euch erklären, was ASKOM ist, wo man ASKOM runterladen kann, wie man es installiert und wie man es benutzen kann. Alles das gibt's wie immer nach der Intro. Bis gleich. Ja, was ist ASKOM? ASKOM oder die ASKOM-Plattform ist eine Schnittstelle zwischen Software, astronomischer Software und astronomischer Hardware. Das Problem, bevor es ASKOM gab, sah folgendermaßen aus. Ein Hersteller hat zum Beispiel eine Montierung gebaut und diese Montierung musste jetzt mit irgendeiner Software kommunizieren. Das heißt, der Softwarehersteller musste ein kleines Programmchen schreiben, damit es mit der Montierung kommunizieren kann oder vice versa. Und so gab es jetzt ganz, ganz viele kleine Programme und das Ganze wurde sehr, sehr schnell sehr unübersichtlich, ja, weil jede Software ihre eigenen Programme schreiben musste. Jeder Hersteller musste zusehen, dass seine Montierung oder sein Fokusser oder was auch immer mit all diesen Softwares funktioniert. Wie gesagt, das Ganze wurde sehr, sehr schnell sehr unübersichtlich und war für uns Endnutzer dann ja nicht sehr angenehm. Und da ist ein Amerikaner, Bob Denny war das, 1999 hingegangen, hat gesagt, wir machen das einheitlich. Also wir stellen einen Standard dar, der für die Kommunikation zwischen Software und Hardware verantwortlich ist. Das wurde dann eben ASKOM. AS steht hier für Astronomy und COM steht für Component Object Model. Was auch immer das ist, das kommt aus der Windows-Welt. Das ist ein Kommunikationsprotokoll, wenn man so will. Ich kenne mich damit auch so genau nicht aus, aber ihr habt davon sicherlich schon gehört. So, also man muss sich jetzt ASKOM vorstellen, wirklich in der Mitte zwischen der Hardware und der Software als ja, Moderator, wenn man so will. Und dann kommt MaximDL und sagt, ich möchte bitte mit der Montierung sprechen. Und dann sagt ASKOM, okay, MaximDL, hier ist die Montierung. Bitte sprecht miteinander, ich übernehme die Kommunikation. Oder es kommt Stellarium oder Kartusiel und sagt, ich möchte aber auch mit der Montierung sprechen. Und ich möchte aber auch mit einer Kamera sprechen oder mit einer anderen Montierung von einem anderen Hersteller. ASKOM sitzt also zwischen diesen Programmen und zwischen der Hardware und spielt hier dann sozusagen den Moderator. Man kann das Ganze als Interface oder Schnittstelle, Universalschnittstelle bezeichnen. Das ist eine tolle Sache und jetzt ist es so, dass ein Hersteller eigentlich nur noch hingehen muss und muss für seine Hardware einen ASKOM-Treiber zur Verfügung stellen. Das ist ein kleines Programmchen, das kann man sich dann runterladen. Und wenn alle Softwares eben auch ASKOM unterstützen, dann kann, wenn man dann diesen ASKOM-Treiber installiert hat, jede Software, die ihr benutzt, mit eurem Gerät sprechen. Das ist eine tolle Sache. Das Ganze wurde dann auch öffentlich gemacht. Das heißt, es ist eine Open-Source-Software. Das heißt, Programmierer können sich bestimmte Bestandteile der Software runterladen, können die selber noch umprogrammieren und können sich sozusagen ihre eigenen Treiber schreiben. Auch die Hersteller können hingehen und das machen und es geht dann relativ problemlos, dass sie eben ihre eigenen Treiber für eine Software oder für eine Hardware schreiben. So toll das klingt, es gibt da natürlich einen Haken bei der ganzen Sache. Dadurch, dass da irgendwie jeder rummachen kann, schleichen sich selbstverständlich Fehler ein. Und in der Theorie funktioniert ASKOM dann eben ganz toll. In der Praxis gibt es da aber auch schon mal Probleme. Dazu aber später mehr. Das Ganze hat sich wirklich interessanterweise wahnsinnig schnell etabliert. Und ich sag mal, seit spätestens 10 Jahren ist es völlig selbstverständlich, dass man zu einer Hardware einen ASKOM-Treiber dazu bekommt. Ich persönlich würde gar kein Gerät kaufen, wo es keinen ASKOM-Treiber gibt. Andererseits erwarte ich, dass jede Software auch ASKOM unterstützt. Also es hat sich wirklich zum Standard entwickelt und wir User profitieren davon. Einziger Haken oder zweiter Haken neben der Geschichte, dass es hier und da anfällig ist, ist, dass es nur auf Windows-Plattformen funktioniert. Und mittlerweile gibt es viele Computer, zum Beispiel ja, die Computer von Hersteller Apple oder auch Linux-Operating-Systeme, die eben auch mit euren Geräten kommunizieren wollen und da steht dann ASKOM nicht mehr zur Verfügung. Und da hat sich in den letzten Jahren das Pendant auf der Linux-Ebene entwickelt oder etabliert und das heißt Indie. Darauf gehe ich aber später nochmal ein.
Ja, jetzt zeige ich euch zunächst mal, wie ihr die eigentliche Ascom-Plattform runterladet, wie man Treiber runterladet, wie man sie installiert und wie man sie dann benutzt. Los geht's. Zunächst mal müsst ihr eine physische Verbindung zwischen Computer und eurem Endgerät herstellen. Ich habe hier einen USB-Hub am USB-Anschluss meines Computers. Von da aus geht ein Kabel raus. Das ist ein USB zu Seriell-Adapter. Und dieser Adapter geht dann letztendlich in meine Montierung rein. Und so habe ich dann eben eine physische Verbindung zwischen meiner Montierung und dem Computer hergestellt. Ja, was ihr machen müsst, ihr geht auf die Seite ascom-standards.org und hier ganz rechts oben müsst ihr eigentlich nur auf diesen Download-Button drücken. Wir gucken ganz kurz mal hier in die Release Notes rein. Da möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar Abhängigkeiten. Also man braucht mindestens Windows 7 oder später und man braucht die sogenannte .NET Framework Programmierumgebung und zwar in der Version 4.8 und das ist immer so ein bisschen nervig, bezeichne ich es mal. Ich habe es bisher noch nie geschafft, dass die Installation wirklich problemlos verlief. Also ich habe dann extra mal nachgeguckt und habe gesehen, dass bei mir .NET Framework 4.8 schon installiert ist. Ich habe dann trotzdem, ich habe das hier vorab schon mal gemacht, Ascom installiert und trotzdem kam eine Fehlermeldung, dass es da Probleme gibt. Ich möchte euch das kurz erläutern. Also, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr dieses .NET Framework 4.8 installiert habt, ihr würdet bei der Installation von Ascom dann eine Fehlermeldung bekommen, müsstet dann das zuerst installieren und dann kann es erst weitergehen. Ich zeige euch kurz, was ihr da machen müsst. Ihr geht einfach mal zu Google und gebt ein Microsoft .NET Framework. Die aktuellste Version ist 4.8. So, dann gibt es hier eine Download-Seite, da klickt ihr drauf und dann könnt ihr das hier, diese Umgebung, Programmierumgebung, einfach runterladen. Wie immer dann den Anweisungen auf dem Bildschirm Folge leisten und dann ist das installiert. Gut, das war jetzt bei mir schon der Fall. Trotzdem habe ich bei der Installation die Meldung bekommen, dass da irgendwas nicht aktiviert ist. Das heißt, diese Programmierumgebung muss auch noch möglicherweise aktiviert geben. Das war bei mir die Variante 3.5, die da nicht aktiviert war. Und dann geht man in die Systemsteuerung unter Programme. Und dann hier unter Windows Features aktivieren oder deaktivieren. So, es dauert ein paar Sekunden. Hier kommt gleich als erstes dieses .NET Framework 3.5. Da hat der Ascom Installer gemeldet, dass der nicht aktiviert war. Das heißt, dieses Kästchen hier war nicht ausgegraut, das war leer. Da muss man hier einmal reinklicken, mit OK bestätigen und dann ist das aktiviert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da auch Meldungen bekommt. Deswegen zeige ich euch das gleich, wie das geht. Und dann könnt ihr dieses Problem umschiffen. So, man lädt das dann einfach runter, einmal draufklicken, dann kommt hier unten der Download, die Download-Meldung, dann kann man da wiederum doppelklicken drauf und dann geht der Installer auf. Ich habe das alles schon gemacht. Das ist jetzt keine Raketenphysik, da müsst ihr einfach dem, was da irgendwie auf dem Bildschirm erscheint, Folge leisten. Das sind ja immer die gleichen Sachen bei der Installation einer solchen Software. So, dann habt ihr die Ascom-Plattform, das ist die Basis für eure ganze Ascom-Kommunikation. Ihr braucht dann noch diese kleinen Programmchen, das sind eben die Treiber für eure spezielle Hardware. Und entweder bekommt ihr eure Ascom-Treiber vom Hersteller, das heißt, auf den Herstellerseiten findet ihr meistens einen Download-Bereich, je nachdem wie alt das Gerät ist, habt ihr auch vielleicht noch eine CD oder einen USB-Stick mitgeliefert bekommen, wo diese Treiber drauf sind. Es lohnt sich aber immer, auf die Seiten zu gehen der Hersteller und nach den aktuellsten Treibern zu suchen, selbstverständlich. Ansonsten so ein paar Klassiker gibt es hier im Download-Bereich bei Ascom selber. Und zwar, was ich immer brauche, findet man hier unter Telescope Mount. Und das ist, sind die Treiber für die Koch FS2-Steuerung, das ist der sogenannte LX200-Treiber. Da gab es früher nur einen, das erkläre ich vielleicht auch noch kurz, nämlich den Generic LX200-Treiber, mit dem sehr, sehr viele von euch gearbeitet haben, nämlich
nehme ich mal an. Ich habe den auch jahrelang benutzt und es gibt aber seit wenigen Jahren jetzt einen neuen, der heißt Advanced LX200 Treiber. Der hat ein paar mehr Features und den benutze ich mittlerweile auch. Und da wird man redirected auf eine andere Seite und muss den dann da runterladen. Und das habe ich auch schon gemacht. Dann brauche ich noch für eine Montierung, die ich habe, den Takahashi-Treiber. Da wird man auch auf eine andere Seite geleitet. Ich habe mir den mal selber auf meinen Server gelegt und habe mir den da schon runtergeladen. Bla bla bla. Müsst ihr ja eigentlich alles gar nicht wissen. So, wenn ihr dann also die Treiber und die Plattform installiert habt, dann kann es losgehen. Dann könnt ihr zum Beispiel mal ein Planetariumsprogramm öffnen und das zeige ich euch jetzt, wie ihr dann den Treiber aktiviert. Ja, ich öffne jetzt mal die Software Cartusiel. So, das ist die Software Cartusiel, ein Planetariumsprogramm. Und jetzt kann ich mal hier auf diesen Reiter gehen. Teleskop verbinden findet ihr auch unter Teleskop. Teleskop verbinden. So, hier ist jetzt bereits, hier kann ich zwischen Ascom Local und Ascom Alpaca auswählen. Das steht standardmäßig auf Ascom Local. Erkläre ich gleich, warum es hier noch einen Unterschied gibt. So, dann muss man erstmal das Teleskop auswählen. Und dann erscheint dieser sogenannte Ascom Telescope Chooser. Das ist also ja bekannte Oberfläche, Bedienoberfläche, wo man eben diesen Treiber, den sogenannten Ascom Treiber für sein Teleskop auswählt. Und hier seht ihr jetzt die ich installiert habe. Das ist nämlich der Generic LX200. Dann gibt es den Advanced LX200 und eben die Tema bei Takahashi und die habe ich hier aufgebaut, seht ihr im Schnittbild. Und jetzt kommt eigentlich eine Meldung, wenn man das zum ersten Mal macht, dass man bitte die Einstellung überprüfen soll. Und dazu muss man hier auf Driver Setup gehen, Properties. Und hier muss man jetzt diverse Einstellungen vornehmen. Vor allen Dingen der COM-Port ist relativ wichtig. Wenn ihr nicht wisst, an welchem COM-Port eure Montierung sitzt, dann müsst ihr mal in die Hardware-Einstellung eures Computers schauen. Ansonsten hier mal auf die Lupe drücken. Und bei mir hat er jetzt automatisch hier den COM-Port 4 gefunden. Dann muss ich hier für mich noch 24 Volt eingeben, damit ich die hohen Go-To-Geschwindigkeiten realisieren kann. Relativ wichtig, also ich erkläre mal kurz, je nach Ascom-Treiber sehen diese Einstellungsoberflächen ganz anders aus. Das ist hier die typische Takahashi-Einstellungsoberfläche. Für den klassischen LX200 Treiber gibt es glaube ich gar keine Einstellungen, die man tätigen kann. Für den Advanced LX200 Treiber gibt es deutlich abgespeckte Version von sowas ähnlichem hier. Bei Skywatcher Montierung sieht das wieder ganz anders aus. Da müsst ihr euch individuell ein bisschen mit auseinandersetzen. Es ist relativ wichtig, dass einige Einstellungen hier mit den Einstellungen zum Beispiel in eurem Planetariumsprogramm übereinstimmen. Deswegen habe ich hier die Site, also den Beobachtungsort, die Koordinaten für Latitude und Longitude hier eingetragen. Das sollte also schon übereinstimmen, sonst gibt es da womöglich Probleme. Dann solltet ihr natürlich hier den Montierungstyp aussuchen. Und alles andere lasse ich erstmal standardmäßig. Dann bestätige ich das Ganze mit OK. Kann hier auch OK angeben. Und jetzt kann ich das Teleskop verbinden. Dazu auf diese Schaltfläche verbinden gehen. So, der Takahashi-Treiber ist ein bisschen lahm. Pick a SingStar east of the Meridian heißt es hier. Also, jetzt öffnet sich auch hier das Fenster. Und man sieht auch, dass die Montierung bereits trackt. Das Fenster bitte nicht schließen, sondern nur verkleinern. Und jetzt muss ich eben hier, das ist der Meridian, muss ich einen Referenzstern eingeben. Hier Alpha Orionis, nehme ich mal Rechtsklick drauf. So, hier Teleskop und dann gibt es hier Sync, die Option Sync Alpha Orion. So, nochmal bestätigen. Jetzt tun wir mal so, als würde die Montierung tatsächlich dorthin zeigen, beziehungsweise das Teleskop.
Jetzt wähle ich mal irgendein Objekt aus, zum Beispiel diesen Stern hier. Kann dann wieder hier zu diesem Reiter gehen und kann dann sagen, zu Objekt schwenken. Mal gucken, was passiert. So, ihr hört, die Montierung rammt an. Also fährt langsam los und dann immer schneller. Und macht jetzt ein Go-To zu diesem Stern. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Also mehr ist dann eigentlich gar nicht nötig. Jetzt bekomme ich noch eine kleine Bestätigung. Einen kleinen Klingelton, dass das Ganze auch funktioniert hat. Ich könnte spaßeshalber mal auf die andere Seite des Meridians fahren, aber dann sitzen wir morgen noch hier. Ja, das war mal ganz einfach, ein ganz einfaches Beispiel anhand einer Montierung. Das ist auch die ursprüngliche Anwendung. Also häufig wird Ascom eben zur Steuerung von Montierungen benutzt. Zum Beispiel, wenn ich ein Planetariumsprogramm habe und möchte da Go-To-Befehle an die Montierung geben, dann funktioniert das eben meistens über Ascom. Aber mittlerweile gibt es ganz viele Geräte, die über Ascom kommunizieren und auch viele Softwares. Und die können relativ komplexe Aufgaben übernehmen, bis hin zur kompletten Steuerung einer Sternwarte, inklusive Montierung, Kamera, Rotator, Fokussierer. Man kann sich also schlafen legen und seine Aufnahmen automatisch abspulen lassen. Und am nächsten Morgen hat man dann hoffentlich alles im Kasten und die Montierung oder das Dach der Sternwarte fährt auch noch automatisch zu. Das geht mittlerweile alles. Es gibt also für jede Hardware fast jetzt Ascom-Treiber. Ja, ab und zu tauchen auch Probleme mit solchen Treibern auf. Die sind auch unterschiedlich komplex. Also zum Beispiel der gute alte LX200-Treiber für die Koch FS2-Montierung, der tritt gar nicht in Erscheinung, damit kann man irgendwie Nord, Süd, West, Ost fahren. Das war's, eine relativ leichte Geschichte. Andere Treiber, da geht dann erstmal so ein Pop-up-Fenster auf, wie ihr gesehen habt bei meiner Takahashi-Montierung, wo man erstmal noch ein paar Einstellungen vornehmen muss. Da gibt es also unterschiedliche Komplexitätsstufen, sag ich mal, was diese Treiber angeht. Da müsst ihr euch natürlich individuell mit eurem Zeug auseinandersetzen. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, dass Ascom nur auf Windows funktioniert und auch nur mit diesem COM-Protokoll funktioniert. Und viele sagen jetzt, es ist aber doch ein bisschen veraltet und wir benutzen mittlerweile zum Beispiel Raspberry Pis, die mit Linux-Betriebssystemen arbeiten, oder ich möchte meinen Apple-Computer benutzen, um meine Software und Hardware zu steuern. Dafür funktioniert Ascom dann eben nicht mehr. Da hat sich in den letzten Jahren dann etwas anderes entwickelt, das heißt Indie. Das ist sozusagen die Konkurrenz, wenn man so will, zu Ascom geworden auf der Linux-Ebene. Da ist natürlich Ascom dann so ein bisschen unter Druck geraten und jetzt seit einiger Zeit gibt es eben die Bemühungen, das mittlerweile auch fertig, wenn man so will, da auch was zur Verfügung zu stellen, das heißt Alpaca. Ich habe mich mit Alpaca noch nicht auseinandergesetzt, also im Prinzip ist es jetzt möglich, dass wirklich auch jede Programmiersprache, jedes Betriebssystem kommunizieren kann mit eurer Hardware oder Software, unabhängig eben vom Betriebssystem und so weiter und so fort. Das ist die Idee hinter Alpaca. Wie gut das funktioniert, das weiß ich noch nicht. Ich habe gesehen, dass in Cartusiel kann man das mittlerweile auswählen und vielleicht habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen, hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was diese Ascom-Plattform angeht, wie das funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Was ihr auch gerne machen dürft, ist, unter dem Video gibt es einen PayPal-Button, da könnt ihr draufklicken, wenn ihr mir eine kleine Spende zukommen lassen wollt. Den Kanal abonnieren, liken, selbstverständlich dürft ihr machen und die Videos teilen sehr, sehr gerne. Freut mich alles wirklich sehr, wenn ihr das tut. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, Frank. Tschüss.